So, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2015. Wir sind immer noch hier am Mais häckseln und wir switchen mal kurz. Stroh einsammeln vom Weizen. Was hier einigermaßen gut funktioniert eigentlich, muss ich sagen. Mit Crossplay. Der Rest, der da liegen bleibt, den grubbere ich einfach unter. Also das sammle ich jetzt nicht ein. Das Korn war mir wichtig, wobei das auch nur 800 waren. Das hätten wir einfach untergrubbern können. Wäre auch scheißegal gewesen. Naja, ist wurscht. Wir machen hier natürlich weiter, dass unsere BGA voll wird und dass die erläuft. Ich muss das Gerät sammeln. Und Stoff. Ich wollte eigentlich mit zwei abfahren. Schauen. Aber... ich habe nur zwei große Bulldog. Gut, ich hätte den Johnny vielleicht noch mit dem kleinen Brandmacher holen hinstellen können. Ja, stimmt, wenn ich machen kann. Naja, egal, jetzt fahre ich halt mit einem. Ich habe mir den Fliegel, habe ich mir extra geholt. Hier oben für die BGA zum Mais häckseln. Und was mir aufgefallen ist, wir müssen definitiv spritzen, damit das Unkraut hier nicht wächst. Das ist ja echt eine Katastrophe. Also wir werden natürlich hier Gülle ausbringen von der BGA. Und wenn wir gesät haben, werden wir spritzen. Wir haben das nächste Mal und hoffen, dass dann das Unkraut weg ist. Beziehungsweise nicht wächst. Und wir haben ja zwischendrin gesehen, kurze Aussetzer und dann häckseln. Das kommt, glaube ich, durch das Unkraut. Wo der ist, da können wir hier mal mitfahren, dann machen wir das aus. Können wir mal kurz ausmachen. So. Also jetzt können wir mal gucken, wie voll das hier ist. Da sind drin 45%, okay, da passt also noch einiges rein. Können wir das Feld direkt nochmal mit. Mit Mais besäen. Die Maschine mehr da. So. Jetzt sind wir mal kurz zu dämpfen. Okay, hat er was zu tun? Und sagen, dass der links abfahren soll. Das ist so, wahrscheinlich nicht.
Automatisch finden ist so eine Sache. Links. Jetzt kann ich das Gebiss schon mal senken. Machen wir mal ein Licht. Mal sehen. Ja, mal rüber. Vielleicht schnappen wir uns mal einen Flug und verkaufen das Feld ganz gut. Machen wir ein Stück nach hinten. Könnten wir wirklich mit dem Flug mal ein Stück da nach hinten das ein bisschen größer machen. Nur natürlich aufpassen wegen Wände. Was macht er denn? Achso, ich hab ja einen Sehkraft, ich muss ja noch ausklappen. Jetzt können wir da Häckseln lieber wollen. Ach, da fährt man mal so einen Bogen, okay. So. Das ist das gleiche Spiel, wenn wir mal schaffen. Ich hätte nämlich besser mal hier rechts drauf. Dann haben wir das Wende mal beendet. Schön animiertes Gebiss halt. Macht Spaß. So, wir haben den Treiber vom Hänger, dann müssen wir das senken und dann kann es gehen. Was ich mal noch brauche, gab es so ein 13er oder so ein 15er Auge, weil es nur ein einfaches Skript war, die reguläre Uhrzeit, also die Uhrzeit in echt ist. Wir sind 9 gemalt, hier waren wir die 10. Schneller jeichen. Zwei, drei Reihen werden es noch sein hier. Und das Feld ein bisschen schräg, ein bisschen blöd, abfahrerfreisch, muss ich gleich mal gucken. Und wir am besten hinfügen. So, ich glaube, wir machen Wände mal hier. Ah nein, falsche Seite. Ja, blöd. Nee, da ist nicht etwas voll. Problem ist, wenn ich jetzt wegschicke.
der. Oh, er fährt durch die Flut. Ich dachte, er fährt jetzt den Hang runter, das ist natürlich scheiße gewesen. Falls ihr euch fragt, ob ich auch Multiplayer spiele, ich spiele Multiplayer auf der Westbridge Hills Map, also auf der Standard Map, nur mit dem GPS-Mod, sonst gar nichts. Damit natürlich auch so viele möglich joinen können, erst noch bei Uploaded da oder bei Modhost oder so 500 Mods runterziehen müssen. Man kann, wenn man irgendwie ein festes Team zusammenkriegt, natürlich dann schon drüber sprechen, dass man Mods damit reinnimmt irgendwie. Aber im Moment spiele ich da völlig ohne Mod. Jo, ansonsten, wenn ihr Bock habt mitzuspielen, einfach in den Chat schreiben. Beziehungsweise folgen, dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn ich streame und dann seht ihr am Titel, ob ich Multiplayer spiele oder Singleplayer. Das ist jetzt hier mein Singleplayer. Auf der Hofgut Baden V2. Ja. Und da spiele ich halt auch mit dementsprechend vielen Mods. Wollen wir mal warten, bis der Abbauer da ist. Dann gucken wir mal, wo der sich rumtreibt. Der gibt immer noch ab. Da gehen wir mal gucken. Komme ich da durch? Doch. Wie viel der noch hat hier? Oh, da liegt noch einiges. Da liegt noch einiges. Sehe ich nicht zu weit weg. Kann man mal rum. Silage haben wir 248.000. 309, okay. Und Gras 293, okay. So, dann kommen wir mal. Da schweige ich mit abschauen, dann kommt der jetzt gleich wieder. Jetzt bin ich mit dem Feld fertig, ich habe leider nicht so viele Drescher. Ach, so Quatsch. So viele Traktoren. Drei Stück. Einer hat ihn gebraucht, der sammelt Stroh ein. Einer hilft mir hier. Ich hätte noch den dritten nehmen können, habe ich nicht dran gedacht. Ich habe ja einen kleinen Hänger. Ja, aber muss halt nicht. Muss es halt mit einem gehen. Ist ja auch nicht das Problem, geht auch mit einem. So, rechts nehmen wir mal links. Ne, oder mal ist offen. Jetzt fährt er gleich im Baum. Ich sehe es kommen. Ja. Bom. Schön mittig angefahren. Ich muss die Kollision nach außen nehmen. Ist ja klar. Das geht irgendwie gar nicht. Das ist irgendwie ein bisschen scheiße. Das ist kein Trecker noch rein, das hat doch sowas nicht. Jetzt habe ich gedacht, ich habe den Punkt da so klug gewählt. Ja, weil anscheinend doch nicht.
So, läuft noch. Läuft noch. Starten. So. Hier haben wir natürlich eine Menge Unkraut, weil wir müssen das nächste Mal spritzen. Ich sehe gerade, dass ich hier etwas gerade anpacke. Mal kurz das Bild der Zeug vor. Ich habe nur mit Gülle gedüngt, von dem her ist es natürlich schon möglich, dass da Unkraut wächst. So, das sieht doch fast. Ne, wir müssen glaube noch einmal da rumfahren. Und vielleicht wird doch, bist du gerade reden eigentlich. Von der Breite ist eigentlich, müsste es eigentlich hinkommen. So, jetzt werden wir gleich wieder Wendemanöver. Und dann fahren wir es einfach. Langtransportsystem. Das ist ja cool. Das freut mich. Ich muss die Kollision da aus den Bäumen rausnehmen. Aus allen anderen wird es drin, ja, dann habe ich jetzt keine Schwierigkeiten noch gehabt. Oh, hoppla. Das ist natürlich gut so aus. Sollte natürlich alles mein Gewicht senken. Auch die Kollision da hinten schon rausnehmen, das muss ich mal mit. Was müssen wir machen? Naja, schön weiter. Das ist ja kein großer Aufwand. Müsste doch eigentlich sogar fast reichen, dass wir bis vorfahren. Ne, das reicht leider. Oh, das wird eng. Oh, das wird knapp. 93, 97, 98, 99. 100. Ja, wisst ihr was, das Stück jetzt da ist. Das häcksel ich jetzt so mal. So, dann können wir das. Auch schon erledigt. Hoppla. Die Straße hier ist natürlich ziemlich schmal für unsere große Maschine. Das hat gut Hängerstelle. Oh, wunderbar. So, wir putzen das ganze Ding hier. Maschinen sind natürlich jetzt sauber dastehen. Oh, das war aber knapp.
eingestellt. Haben wir noch ein bisschen? Super. Was gibt es noch ein bisschen? Okay. Ja. So. Ein paar können wir dann wieder auf die Seite. Ich habe noch keinen richtigen Abstell und Platz Dings Bums. So, wie sieht es unter dem aus? Der sammelt das. Warum sehe ich hier keinen Fortschritt? So, mal gucken, wo der ist. Da kann man den nicht hinterlassen. Jetzt, ich muss ja noch einen Kurs einfahren, auf jeden Fall. Also noch nicht, weil noch sind die Silage-Silos hier oben nicht voll, aber ich werde auf jeden Fall noch einen Kurs einfahren müssen, damit ich die Silos hier lernen kann und im Hof abkippen kann, in das Lager für Futter, weil ich will ja auf jeden Fall, also 100, 200 Kühe möchte ich schon haben und da brauche ich natürlich dementsprechend viel Futter. So. Kiste hier mal. Coole Sauber, der hat hier oben welches abgekriegt. Achso, eigentlich bräuchte ich es gar nicht, weil da muss ich jetzt eh grubbern. Eigentlich dieses Quatsch fällt mir gerade auf. Weil. Ja, da muss ich jetzt mal Kacke fahren, meine Kollege. Dann wird gegrubbert, dann säen wir und dann. Da noch spritzen mit Dünger. So. Ja, nachdem wir jetzt hier das Feld abgeerntet haben und alles weggeräumt haben, würde ich sagen, beende ich die Folge hier an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Landwirtschaftssimulator 2015 mit dem Tomcat. Und einem völlig verpeilten Landwirt. So. Ja, dann. Ja, Moment, ich wollte natürlich noch sagen, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, besucht mich doch mal in meinem Livestream auf twitch.tv/tomcatbw. Ja, und ich streame eigentlich doch regelmäßig, kann man schon sagen. Meistens vormittags so ein Stündchen und in den Abendstunden dann auch nochmal. So, aber jetzt sage ich mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen, euer Tomcat. Bye, bye.